Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play KOTOR. Wir haben hier unten in den Schattenlanden von Kashyyyk schon mal einiges abgegrast. Der König Freyr, also der Vater von unserem kleinen persönlichen Klovorleger, ist ganz zufrieden damit, dass wir ihm helfen. Wir hatten für ihn Bakkas Klinge gefunden, durch die er seinen Thronanspruch legitimieren kann, irgendwie so über komische Wookie-Rituale, blub, irgendwie sowas. Und dann haben wir unten eigentlich nur noch eins zu tun, und zwar die Sternenkarte suchen, wegen der wir ja eigentlich überhaupt auf dem Planeten sind. Ich frage mich, warum die Kinrath hier respawned sind, aber ich schätze mal... Ich schätze mal, dass es damit zu tun hatte, dass wir ja eben von denen theoretisch noch diese Leichen hätten brauchen können, um die Bestie zu rufen. Falls man schon vorher alle anderen umgebracht hatte. So, hier waren wir durch. Da drüben waren die Mandos. Da vorne waren auch Mandos. Und in die Ecke müssen wir noch. Was gibt's denn hier? Kann man da hinten rum? Ja, kann man. Macht also keinen Unterschied. Okay. Ich habe dunkel in Erinnerung, dass es hier Minen gab. Ja? Ja, genau die. Super. Noch mehr? Irgendwas? Ja, schön. Na? Gehen wir mal noch alles ab. Wer will noch nicht? Wer hat noch mal? Oder so war das. So, dann hier. Heilen! Da ich nicht mehr so richtig weiß, was hierbei rumkommen konnte. Aha, schnell speichern. Reden wir mal mit dem Computer. Lebensformen entdeckt. Bestimme Parameter. Neuralerkennung initialisiert. Gesundheit. Ja, da ist das Ding. Eine Maschine. Du bist am Ziel, so viel ist sicher. Jetzt musst du sie nur noch zum Laufen bringen. Primäre Neuralerkennung abgeschlossen. Vorübereinstimmung gefunden. Hä? Was zum... Verdammt, was brappelt das Ding da? Ich verstehe nur Bahnhof. Starte Kommunikationsinterface. Warte auf Befehle. Seien Sie gegrüßt. Auf dieses Terminal ist seit geraumer Zeit nicht mehr zugegriffen worden. Wer hat dieses Terminal hier platziert? Fehler. Versuchsperson ist mit Umgebung nicht vertraut. Vor Zugriff Verhaltensrekonfiguration notwendig. Entschuldigung. Verwirrung war nicht beabsichtigt. Werde Fragen beantworten, soweit vorprogrammierte Beschränkungen es zulassen. Was meinst du mit Verhaltensrekonfiguration? Mein einprogrammierter Wissensbereich ist eng begrenzt. Zugriff ist auf jene beschränkt, die mit meinen freigegebenen Mustern übereinstimmen. Und ich stimme nicht mit dem Muster überein? Keine Aussage möglich. Versuche entsprechendes Verhalten zu erzeugen, um wie im Programm vorgesehen fortfahren zu können. Das klingt ja sehr hilfreich. Warum wurde mir der Zugang gestattet? Keine Aussage möglich. Vorübereinstimmungen zeigen, sie können instruiert werden. Du weißt nicht, warum, oder du darfst es nicht sagen? Keine Aussage möglich. Wahrscheinlichkeit für Beschränkungen durch vorherigen Benutzer bei 100%. Ich möchte dir Fragen über dich und diese Anlage stellen. Arbeite mit retroadaptiertem Holocron-Interface. Präzisieren Sie Ihre Fragen. Werde versuchen, auf ursprünglichen Systemspeicher zuzugreifen. Wer hat diese Anlage ursprünglich erbaut? Fehler. Daten unbrauchbar. Extrapoliere. Anlage wurde errichtet, um Agrarstrukturreform planetenweit zu überwachen. Doch es kam zu Funktionsstörungen. Abnormes Wachstum der Kashyyyk-Wälder ist theoretisch möglich. Wer hätte das gedacht? Ich schätze, die Wookies sehen das anders. Der Wald ist uralt. Funktionsstörung trat 241 Jahre nach der letzten Kommunikation mit dem Erbauer auf. Letzte Kommunikation mit dem Erbauer 29.642 Jahre vor aktuellem Republikstandard. Wenn die Anlage vor 30.000 Jahren erbaut wurde, dann stammt es aus einer Zeit vor der Republik? Fehler.
Informationen über die Erbauer dieser Anlage sind unbrauchbar. In den galaktischen Aufzeichnungen ist kein Hinweis auf eine solche Zivilisation verfügbar. Ihr erinnert euch vielleicht, ne, hier an dem Tempel auf, oder Grab, oder was auch immer. Auf Dentuin haben wir ja auch schon von den Erbauern gehört und ein bisschen rumgerätselt, wer die sein könnten. Okay, warum war eine landwirtschaftliche Reformation erforderlich? Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass dieser Planet nicht in der Lage war, ausreichende Agrarproduktion aufrechtzuerhalten. Fehler. Spezielle Bedingungen unbrauchbar. Export von Agrarprodukten zur Befriedigung größerer Nachfrage theoretisch möglich. Das ist eine kurze Anpassungsphase für die eingeborenen Kreaturen. Fehler. Aufzeichnungen unbrauchbar. Einsatz von Bio-Saatgut zur Aufrechterhaltung des Ökosystems theoretisch möglich. Es ist möglich, dass die für das Wachstum der Bäume auf Kashyyyk verantwortliche Energie auch die Evolution verschiedener Spezies beschleunigt hat. Keine weiteren Informationen verfügbar. Zu viele Daten unbrauchbar. Zurück zu meinen Fragen über die Anlage. Zugriff erlaubt. Werde antworten, soweit meine Programmierung es zulässt. Wer hat das Holo-Interface installiert? Dieses Interface wurde installiert, um auf Daten, die im vorher existierenden System gespeichert waren, besser zugreifen zu können. Das genaue Datum ist nicht verfügbar. Bestimmte Programmierbefehle lassen darauf schließen, dass Installation nicht früher als 5 Jahre vor aktuellem Republikstandard erfolgt sein kann. Vor 5 Jahren? Und ich habe nichts bemerkt? Da war jemand sehr vorsichtig. Damit scheiden die Tscherker aus. Keine weiteren Informationen über Installationszeitpunkt oder Identität der Benutzer verfügbar. Daten wahrscheinlich zu 100% durch Benutzer entfernt. Wer hatte zuletzt Zugriff auf diese Anlage? Sortiere nach Identität. 3 Versuche durch den Wookie Freyr. Alle verweigert. 152 durch den Menschen Jolie Bindo. Alle verweigert. Hey, tja, ich kann ziemlich stur sein. Aber ich hatte sonst nichts zu tun. Fehler. Liste aller früheren Zugriffsversuche ist unbrauchbar. Daten wahrscheinlich zu 100% durch Benutzer entfernt. Vor ungefähr 5 Jahren kam Revan hier in die Gegend. Fehler. Daten über Versuchsperson Revan unbrauchbar. Aber wie ist jemand in die Anlage gekommen? Fehler. Daten über Revan nicht verfügbar. Okay, ich habe noch weitere Fragen. Zugriff an. Ja. Welche Funktion hatte die Anlage ursprünglich? Fehler. Daten. Achso, das hatten wir ja schon. Ja, alles gut. Zurück zu meinen Fragen. Welche Funktion hat die Anlage zurzeit? Der aktuelle Zweck dieser Anlage ist Schutz. Schutz wovor? Fehler. Diese Information ist nicht verfügbar. Super. Zurück meinen Fragen über die Anlage. Kommt hier noch irgendwas? Zurück zu den allgemeinen Fragen. Antwort. Ja. Ich benötige Informationen über eine Sternenkarte. Zugriff möglich. Habe Sternenkarte im ursprünglichen Systemspeicher gefunden. Zugriff ist beschränkt. Ursprünglicher Systemspeicher? Die Karte ist so alt wie diese Anlage? Fehler. Daten über den Verfasser der Sternenkarte sind unbrauchbar. Was benötige ich, um Zugriff auf die Sternkarte zu erhalten? Für Ihre Anfrage müssen weitere Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Sie müssen den Parametern entsprechen, mit denen dieses System ausgestattet ist. Was, wenn ich scheitere? Dann sind Sie nicht wert, einen weiterführenden Zugriff zu erhalten. Sie werden als ungeeignet zurückgewiesen. Was bedeutet es, als ungeeignet zurückgewiesen zu werden? Information nicht verfügbar. Wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Der Zugriff endet mit einer erfolgreichen oder einer gescheiterten Evaluierung. Ach, ja, du kannst anfangen. Starte Evaluierung. Die Ergebnisse werden mit den Mustern im Speicher verglichen. Verhalten Sie sich so, wie Sie sich verhalten sollten. Sie reisen mit einem Wookie, doch es kommt zu Komplikationen. Hypothese? Sie und dieser Zalbar werden gefangen genommen und getrennt. Wenn Sie beide schweigen, dann erhält jeder 1 Jahr Haft. Beschuldigen Sie Zalbar aber des Verrats, dann verbüßt er 5 Jahre
und sie keines. Er erhält das gleiche Angebot, aber wenn sie beide den anderen beschuldigen, erhalten sie beide 2 Jahre. Was tun sie? Was glauben sie, wird der andere tun? Woher weißt du von ihm? Er ist nicht hier. Ich weiß, was auf Kashyyyk und jenseits davon geschieht. Beantworten Sie meine Frage. Kann ich mich mit jemandem beraten? Der Test ist nicht für Ihre Begleiter. Sie müssen antworten und beweisen, dass Sie den vorprogrammierten Mustern entsprechen. Ich vertraue Salba. Er würde nichts sagen, ebenso wenig. Ich würde nichts sagen, ebenso wenig wie er. Sicher? Wenn Sie sich abwenden, riskieren Sie 2 Jahre oder nichts. Wenn Sie auf Loyalität setzen, riskieren Sie 1 Jahr oder 5. Ihre Loyalität ist gefährlich. Ihr Begleiter könnte Sie verraten und davon profitieren. Salbars Familie ist mit Verrat besudelt. Welche Loyalität kennen diese Leute? Ihre Antwort ist falsch. Ich dachte, das wäre ein Einstufungstest und keine blöde Quiz-Sendung. Ich muss Ihr Verhalten mit dem Muster im Speicher vergleichen. Sie müssen sich der Folgen bewusst sein und wahrheitsgemäß antworten. Ich erwarte aufrichtige Anerkennung des richtigen Verhaltens. Das ist eine Bedingung meines Programms. Mit welchem Muster vergleichst du mich? Diese Information ist für Sie nicht verfügbar. Es ist das Muster, das man mir als Richtlinie für den sicheren Zugriff eingab. Ja, fahr fort. Die frühere falsche Antwort wird ignoriert. Künftige falsche Antworten führen zur Ablehnung. Hypothese: Sie befinden sich im Krieg. Durch die Entschlüsselung einer abgefangenen Botschaft erfahren Sie 2 Details über Ihren Gegner. Ihre Verteidigung wird in 10 Tagen besonders schwach sein. In 5 Tagen wird eine Ihrer Städte angegriffen. Was fangen Sie mit dieser Information an? Wie reagieren Sie am effektivsten? Tja, ich glaube 4 wäre das, wäre die richtige Antwort. Aber. Ich evakuiere meine Leute aus der Stadt. Ich verstärke die Stadt möglichst unauffällig. Ja, also ich glaube, eine komplette Evakuierung würde die Truppen zu sehr schwächen. Beziehungsweise die Ressourcen. Ja, ich verstärke die Stadt möglichst unauffällig und bereite mich auf einen Angriff vor. Das ist keine Entscheidung. Ich frage Sie nochmal. Ach so. Retten Sie Ihre Leute oder lassen Sie sie um des Krieges willen im Stich? Beides zu versuchen würde Ihre Bemühungen schwächen. Wollen Sie einen Sieg gegen 2 Niederlagen eintauschen? Naja, dann evakuiere ich Sie. Damit zeigen Sie dem Gegner, dass Sie den Code entziffert und damit seinen Schwachpunkt aufgedeckt haben. Sie festigen Ihre Position und der Krieg geht weiter. Sie haben Tausende gerettet, aber auf Kosten Ihres Sieges. Sie entsprechen nicht den Mustern im Speicher. Die Versuchsperson hat das geforderte Verhalten nicht gezeigt. Zugriff verweigert. Dieses System löscht die nicht erkannte Versuchsperson. Verteidigungsmodus initialisiert. Okay. Abwehrdruiden mit Schilden. Jolie, hattest du eigentlich ein bisschen ihr Druiden deaktivieren, hat er mitgeskillt. Versuchen können wir's. So, Betäubungsstrahl, Schilddisruptor. Drauf da. Und dann wird einfach ordentlich draufgeballert. Du buffst dich durch. Nicht schon wieder. Okay, also das lohnt sich mit dem Druiden betäuben, Dingsbums da. Ja, kann man hier
dort looten? Nö. Na gut, reden wir wieder mit dem Computer. Neuralabtastung abgeschlossen. Analysiere, Ausgangsannahmen waren offenbar nicht korrekt. Sekundärabtastung während des Gefechts hat deutlichere Ergebnisse erbracht. Unter Zwang sind Ihre Emotionen leichter zu entschlüsseln. Programmierung befiehlt Ihnen zu geben, wonach Sie suchen. Warum der Sinneswandel? Ich bin beim ursprünglichen Test gescheitert. Diese Information ist nicht verfügbar. Bald werden Sie den Kurs erkennen, dem Sie folgen müssen. Die Sternenkarte gehört Ihnen. Diese Einheit hat nun seine Primäraufgabe erfüllt. Die Reihe mit der Versuchsperson ist abgeschlossen. Führe letzte Aktion durch. Beginne mit der Aktivierung der Sternenkarte. Parameter zurückgestellt. Stasis initialisiert. Beende Kommunikation. Okay. Da haben wir es. Endlich. Gut, gut. Eine Sternenkarte. Ein uraltes Artefakt der dunklen Seite. Das überrascht mich nicht. Mir war immer klar, dass da unten irgendwas versteckt ist. Mich würde interessieren, ob die Sternenkarte die Evolution der Wesen der Schattenlande beeinflusst hat. Vielleicht ist es hier unten deshalb so gefährlich. Eine interessante Theorie. Ich fürchte nur, dass wir keine Zeit haben, sie zu überprüfen. Na egal. Wir haben, was wir wollten. Lass uns von hier verschwinden. Jo. Finde ich übrigens auch sehr interessant. Also genauso wie bei Tatooine, wo man was Neues dazugelernt hat, ne? Früher ein recht annehmbarer Planet, wurde dann irgendwann verwüstet. Ist es hier bei Kashyyyk halt auch so, und dass scheinbar Terraforming stattfand, um den etwas fruchtbarer zu machen. Und so haben es ein kleines bisschen übertrieben mit der Fruchtbarkeit. Ja, ansatzweise. So, ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Wir müssen ja wieder hochkommen. Ich hoffe nur, dass Sunny sofort die Geschichte mit diesem Bürgerkrieg der Wookies ausgelöst wird, weil sonst kann ich die andere Quest mit dem Händler, ne, der da verarscht wurde, nicht mehr abgeben. Mal gucken. Erstmal müssen wir hier wieder aus den unteren Schattenlanden raus. Ich finde dieses Getrippel, die Animation, immer nur so lächerlich. Das finde ich ja bei SWTOR ganz nett. Oh, wer fehlt denn? Na, Jolie, kommen Sie? Hm? Gott, wo bist du denn? Klar. Und HK? Bist du jetzt auch komplett bescheuert? Klar. Sicht mal, Leute. Hm? Kriegt ihr es gebacken? Hä? Einmal mit Profis. So. Die blöden Affen gehen mir echt auf den Piss. Damit meine ich nicht die Wookies. Nö. Nicht, dass Salbar hier irgendwie so denkt, ich würde ihn nicht respektieren. Also, was ich nicht tue. Aber, hey, sagt ihm das bloß nicht. So, da hinten ging's hoch, oder? Moment, oder war das nicht hier? Ja, hier haben wir schon alles. Doch, Korb nach oben. Oh, hallo, Gorwuken. Richtig Pupsnase. Ja.
Also im Ernst, diese Wookies regen sich über getarnte Mandalorianer auf. Nein, haben sie selber den Hinterhalt vorbereitet. Also, ganz im Ernst. Jetzt bekommt ihr das. Ja, was denn? Krieg ich auch was? Ich mag Geschenke. So, dann mal hoch da. Ja, ich habe gesehen, wie es funktioniert. Also hoch da. Du machst dich an den langsamen Aufstieg. Und da sind wir oben. So, aber hier geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, stay frosty.